Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark Teil 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, das ist der sogenannte Gegner, dieser Lone Miner, glaube ich, heißt er, den man nur mit Gold töten kann. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hier die hat gar keine Munition drin. Wir könnten jetzt die Winchester nehmen und benutzen und auf ihn drauf schießen. Er zuckt. Und da könnten wir jetzt unsere ganze Munition drauf machen und es würde nichts passieren. Aber das wollen wir ehrlich gesagt nicht. Wir können, das haben wir ja gehört gehabt, man kann ihn nur mit Gold umbringen. So, wir könnten eine goldene Kugel benutzen. Das benutzen wir mal. Das hat er jetzt in die Winchester reingeladen. Sieht man jetzt auch, jetzt ist nur noch ein Schuss drinnen. Gehen wir hin. Zielen und zack, und er ist tot. Meine Skorpione, ich habe sie für den Henker aufgehoben. Ja, die nehmen wir mit. Gefunden, ein Sack voller Skorpione. So, und hier speichern wir mal ganz kurz. Beziehungsweise eine Sache will ich noch kurz schauen. Wie ist denn das mit der Winchester? Hat die jetzt nur noch 0 Schuss? Ist es jetzt tatsächlich weg? Moment. Die Winchester ist leer. Okay, danach ist also die Winchester leer. Das können wir, glaube ich, auch anders machen, dass sie nicht leer ist, glaube ich. Sag voller Skorpione, Patronengurt, Zaubertrick, Peitsche, Schrotflinte. Ja, das sind aber nur die 10 wieder. Ja, ich glaube, das kann man auch anders machen. Ich glaube, auf eine andere Art und Weise, die ich euch eh zeigen wollte, kann man das nämlich auch noch anders lösen. Dann haben wir sogar noch mehr Schuss, glaube ich. So, es könnte nämlich sein, dass wir diese goldene Kugel nicht mehr haben oder gar nicht gefunden haben und gar nicht das machen können, ihn besiegen könnten. Dazu kann man jetzt die Peitsche benutzen. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Und mit der Peitsche können wir uns einen Geldbeutel holen. So, weg mit dir. Diesen Geldbeutel können wir jetzt auch ganz einfach benutzen. Und das ist jetzt in der Winchester drin. Wenn ich jetzt die Winchester benutze. Das ist doch Lone Miner, dieser Aasgeier. Meine Skorpione, das eine hat er vorhin gar nicht gesagt gehabt. So, Skorpione nehmen. So, wenn man jetzt sieht. Wir haben die Winchester-Patronen noch und wir haben noch 9 Schuss. Also das ist eigentlich besser, wenn wir das jetzt so rum machen. Wenn wir das mit der Kugel machen, verlieren wir quasi 9 Schuss. Was auch sehr interessant ist, wir haben diese Patrone nicht mehr. Die ist jetzt auch verschwunden, weil wir sie nicht mehr brauchen. Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen verbuggt oder so irgendwie. Also, wenn wir die Patrone nehmen, das ist eigentlich der richtige Weg. Wir tun die Patrone rein, schießen auf ihn. Verlieren dabei 9 Schuss eigentlich, aber der Typ ist tot. Wenn wir mit der Peitsche das Ding holen, haben wir noch 9 Schuss weiterhin. Und der Gegner stirbt auch. Und der Kugel ist weg. Was wir auch machen hätten können, ist, dass wir mit der Peitsche dieses Gold holen uns, dann die Patrone in das Ding rein und mit der Patrone abgeschossen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch alle Schuss verloren, die da drin gewesen sind in der Winchester. Aber wir hätten das Sack Gold noch gehabt. Das wir aber im Spiel nie wieder hätten gebraucht. Ja gut, dann würde ich sagen, so speichern wir das ab. So passt das eigentlich ganz gut. Ja, ist schon irgendwie krass, was es für Möglichkeiten hier gibt. So, und dann gehen wir mal weiter. Aha, wir finden eine Gatling. Und wir finden eine Feldflasche. Können wir die... Ja, das müssten uns wieder 10 HP geben. Dann müssten wir jetzt auf 80 sein. So, und da haben wir noch ein Fass. Da müsste, glaube ich, auch noch was zu finden sein irgendwo. Ja, hier passiert nichts. Aber ich... Ah, nehmen. Das ist automatisch passiert.
ohne dass ich was gesagt habe. Eine kurze Zündschnur. Ja, wie gesagt, die hat er automatisch gefunden, ohne zu suchen. Das finde ich auch so seltsam an dem Spiel. Warum gibt es dieses Öffnen, Suchen, und manche Sachen findet man nur, wenn man auf Suchen geht, und wie die Zündschnur findet man automatisch wie im Teil 2, wenn man direkt hingeht. Warum hat man dann das überhaupt mit den Suchen reingemacht gehabt? Nur, dass man ein paar Gegenstände nicht findet, das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, das ist ein bisschen nicht so gut durchdacht. Das ist eine Mischung aus Teil 1, wo man suchen musste, und Teil 2, wo das automatisch gegangen ist. Ja. So, weiter geht's. Hier haben wir sonst erstmal nichts zu finden. Es gab noch eine Stelle, die war ziemlich fies später, aber das war noch nicht hier, glaube ich. So, aber wir hatten noch dieses Ding hier. Die Tür ist geschlossen und ich glaube, die kriegen wir so auch nicht auf. Und das ist eines der Rätsel, wo ich sagen muss, wie kommt man auf das drauf? Ich könnte nämlich jetzt einfach hingehen. Ich speichere nochmal ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Ich muss nämlich, glaube ich, drauf schießen. Ich weiß bloß nicht, ob ich das mit der Winchester machen kann oder machen muss. Oder ob auch dieses Ding hier geht. Wer klopft an? Ich bin's, der Weihnachtsmann. Und dann können... Und dann öffnet er die Tür und wir können rein. Wer kommt auf sowas, dass man auf eine Tür schießen muss, damit es aufgeht? Ich speichere nochmal ab. Da drin ist nämlich das nächste Ding. Verdammt, jetzt bin ich allein im Dunkeln. Aber wir haben ja noch unsere brennende Lampe. Benutzen wir. Das lass mal besser bleiben. Ich krieg keine Luft mehr. Und er hängt uns immer auf und ab hier. Und wir kriegen, glaube ich, auch Schaden, oder? 74? 72, genau. Und er hängt uns quasi hier auf. Ja. Nächstes blöde Rätsel. Okay, die Lampe müssen wir nochmal benutzen, damit wir was sehen. Dann bla bla bla. Und dann können wir jetzt ganz einfach den Zaubertrick benutzen. Und dann passiert Folgendes. Zack. Das ist das, was ich nicht verstehe. Was ist denn da jetzt genau passiert eigentlich? So. Und er hat gesagt, er hat die Skorpione. Also, Moment, ich speichere das nochmal ab. Ich mach mal QS 2 hier rein. Naja. Wir könnten natürlich hier hingehen, fallen runter und sind tot. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich glaube, den Hebel kann man natürlich benutzen, aber dann kommt der Typ wieder nach oben, glaube ich. Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Ach, das geht gar nicht. Okay. Dann muss man das zuerst so machen, dass wir, das hat er ja gesagt gehabt mit den Sack-Skorpionen, dass die für den Henker sind, und er war eigentlich ein Henker. Den können wir jetzt, ich weiß gar nicht, benutzen oder ablegen? Benutzen. So, dadurch geht die Tür wieder auf. Und ich glaube, ab jetzt können wir auch den Hebel verschieben, damit wir da... Genau, ab jetzt geht's, dass der Hebel verschoben wird und wir quasi da hinkommen. Wobei, was bringt uns das jetzt? Ah, liegt da was rum? Da liegt doch was. Ich weiß jetzt gar nicht, was uns das jetzt genau gebracht hat. Hat uns das nichts gebracht? Warum mussten wir das dann machen? Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir das überhaupt machen mussten. Oder mussten wir das gar nicht machen? Ich dachte, hier gäbe es noch irgendetwas zu finden. Auf jeden Fall sind wir nicht mal rausgekommen. Das haben wir ja gesehen, erst wenn man die Skorpione gemacht hat. Auf das muss man auch erstmal kommen. Kann man das wieder... Hm.
ich hätte eigentlich schwören können, dass es da noch was zu machen gibt oder zu suchen oder zu finden geben müsste. Aber das sah jetzt irgendwie nicht danach aus. Kann man da irgendwie was bewegen? Aber da liegt doch auch noch irgendwie was rum, hätte ich gedacht gehabt. Ah, eine Dynamitstange. Ja, das haben wir gebraucht gehabt. Ich wusste, das ist aber wieder, wie ich schon so oft betont habe, und ein Stück Trockenfleisch. Da ist nichts mehr. Das hat man nicht gesehen, dass es hier rumliegt und man muss richtig stehen, damit man es findet. Super, oder? So, speichern kann man das Trockenfleisch. Hoppla. Kann man das Trockenfleisch eigentlich essen oder war das nur für... Das wäre ja nicht sinnvoll. Okay, das war ein Questgegenstand. Alles klar. Naja, und da kommen jetzt Gegner. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen eine Gatling benutzen. Moment. Bin gar nicht sicher. Hoho. So, komm mal du auch noch her. Perfekt und tot. Ich bin gar nicht sicher, ob man die anders besiegen konnte oder ja, wie auch immer. Mit der Gatling geht es jedenfalls um einiges einfacher. Nein! Was machst du da? Da solltest du gar nicht reinstehen. Und da unten haben wir gesehen, da sind auf jeden Fall auch noch einige Gegner. Ah, scheiße. Das sollte eigentlich jetzt nicht so sein. Haben wir die Dynamitstange schon? Ja, haben wir. Du solltest. Ich wusste gar nicht, dass man da unten reingehen kann. Okay. Kommt auch nochmal her. So. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass man da reingehen kann überhaupt. Das ist also der Kamin, den wir vorhin gesehen haben. Und wir haben gesehen, es sind auf jeden Fall haufenweise Gegner da. So. Wir können die Dynamitstange mit der kurzen Zündschnur benutzen. Ich weiß, dass man die jetzt hat. Jetzt haben wir Dynamitstange. Ich weiß, dass man die woanders benutzen kann, aber kann man die eigentlich auch da runterwerfen jetzt? Ich speichere nochmal und dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Wir nehmen die brennende Lampe. Jetzt ein tolles Ding. Dynamitstange. Lässt du sie fallen hier? Nee, das ist fehl am Platz, okay. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir nämlich das mit dem Fass hier... Ah. Der schießt erstmal. Okay, das ist eine Hand mit Pistole. Kommen wir da wieder raus? Wollen wir das überhaupt? Und es ist keiner mehr da. Na gut. Ich glaube, hier mussten wir die Dynamitstange benutzen oder so. Ich stehe nicht richtig. Oder mit dem Loch hier? Ja, mit dem. Nicht mit dem Fass, sondern mit dem Loch hier. Hast du es auch gleich angezündet? Ich glaube nicht, oder? So, er zündet es automatisch erst an. Oh, und weg hier. Schön mit einer Animation wollte ich noch sagen, aber wir waren nicht rechtzeitig weg. Ha. Super. Gelaufen. Ah, nicht darunter. So. Dann. Halt, erst kommt der Typ, der schießt noch. Dann die Tür wieder aufmachen. Keine Ahnung, wo der Typ hin ist.
ist auf jeden Fall weg. Dann können wir die Dynamitstange benutzen. Machst du... Ah ne, ich hätte sie wahrscheinlich erst anzünden müssen. Ah, anzünden. Jetzt zündet er das automatisch an. Und hier weg. So, sehr schön. Dann haben wir hier ein schönes Loch reingemacht. So muss es sein. Ich dachte, wir haben mal, ich habe es eigentlich in Erinnerung, dass wir das Dynamit mit dem Fass und das ist ein Pulverfass und dann explodiert das oder so irgendwie. Beziehungsweise kann man das eigentlich verschieben. Das sieht einfach so aus, als ob man was mitmachen könnte. Und deswegen dachte ich eigentlich, das müsste hier so gewesen sein, aber... Nee, kann man nichts mitmachen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Mit dem Ding geht das hier auf, aber ich glaube, das war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, einfach nur... Genau, da kann man einfach nur hier durchgehen, hier zurückgehen und ist einfach nur wieder hier. Mehr hat es nichts zu sagen. Da leuchtet was, da blinkt und blitzt was. Er sagt auch nicht, wir stehen nicht richtig. Ja, dann ist es einem scheinbar nichts. Dann ist es hier wohl nichts. So. Lange Gänge, das gefällt mir schon gar nicht. Ah ja. Ihr seht, dieses Ding hier, der hält hier was in der Hand. Die Statue. Aber wenn wir versuchen, da hinzukommen, passiert was. Und zwar folgendes. Genau. Teufel nochmal, den Bruder Elwood. Also aber hier sehen wir, diese Statue... Jetzt sind wir auch gleich wieder tot. Da konnte ich nichts machen. Diese Statue hält was an der Hand. Und das ist noch wichtig zu wissen. Was ich ausprobieren will mal ist, kann man das Ding holen? Mit der Peitsche? Dürfte eigentlich nicht gehen. Nee. Was ganz komisch ist, das Gold konnte man von den einen holen, das Ding da nicht. Auf jeden Fall, das müssen wir uns merken hier, dass da noch was ist. Wow. Ich kann gerade nichts machen. Ja, ich treffe mich. So. Ich habe ihn getroffen. Wir haben auch nichts verloren, ehrlich gesagt. Und der verwandelt sich nicht in eine Katze, sondern in eine Fledermaus. Kommen wir da eigentlich weiter? Der hat die Tür hier auf jeden Fall zugemacht. Nee, da kommen wir nicht weiter. Wenn wir jetzt hierher gehen, das sieht doch aus, wie wenn das eine Wand wäre. Das ist eine der üblen Stellen, ist es aber nicht. Wir können nämlich hier hinten so weitergehen. Eine üble, üble Stelle. Also, die finde ich echt übel. Der Mechanismus fehlt ein Zahnrad. Aber sowas ähnliches haben wir. Ein Sheriffstern, das ist so gut wie ein Zahnrad. Das können wir benutzen. So, und als nächstes müssen wir doch, da oben ist noch ein Hebel. Dann müssen wir, ich hoffe, ich stehe es irgendwann mal richtig, die Peitsche benutzen. Funktioniert das so? Ah, jetzt funktioniert es, jetzt stehe ich richtig. Und zack. Und dadurch geht die Tür auf. Und auweia, meine Peitsche. Wir verlieren die Peitsche. Eigentlich schade, ich fand die Peitsche ziemlich cool. Naja. Leider haben wir sie jetzt nicht mehr. Moment, da liegt was auf dem Boden, oder? Ja, eine Feldflasche. Nehmen wir gleich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel HP, maximal HP es hier gibt im Spiel. Ob es da was gibt.
Vorher hatten wir 78, oder? Oder 79? 88 haben wir jetzt jedenfalls, okay. Ah ja, und da müssen wir einfach weitergehen. Ah, Winchester-Patronen nehmen wir mit. Damals mehr als genug Schuss. Und ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen arg. Da muss man, glaube ich, jetzt rennen und dann einfach... Ho, hepp. Genau. Sah schmerzhaft aus. So, jetzt sind wir im nächsten Gebäude. Und ich glaube, das hier ist wieder das Hotel, wo wir vorher drin gewesen sind. Und zwar das, Obergeschoss. Ja. Da, wo die Treppe, wo wir die Treppe hochgehen wollten, wo er gesagt hat, er kann die Treppe nicht hochgehen, weil sie kaputt ist. Und genau da sind wir jetzt wieder drin. Und zwar oben halt. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier und dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier ein bisschen näher um. Bis dahin, macht's gut und tschüss.